Demos, kleine programmierte Animationen. Solche Programme werden vielfach auf sogenannten Demo-Partys gezeigt. Doch der Schein trügt. Viele Menschen werden nach und nach, ohne es zu merken, in die sektenartigen Gefilde der Demoszene gezogen. Besonders gefährdet sind computerinteressierte Menschen. Diese sind oft bereits nach dem ersten Kontakt mit der Szene Opfer dieser selbst. Doch das ist nicht alles. Demos können Computer nachhaltig schädigen. Diese Aufnahmen entstanden nach dem Langzeitkonsum der digitalen Kunstwerke. Wir treffen eine szenebekannte Gruppe. Sie erklären uns, wie schnell man als ahnungsloser Programmierer oder Grafiker in die Szene hineinrutscht. Aus Angst, erkannt zu werden, mussten wir die Stimme verfremden. Hieran wird deutlich, wie stark der von konkurrierenden Gruppen auf die Angehörigen ausgeübte Druck innerhalb der Szene ist. Die Tradition einer Demoszene, der Wettbewerb gegeneinander. Wer ist der Beste? Wer kriegt die Chartsposition? Wer gewinnt den Wettbewerb? Das ist im Grunde einfach eine Art Party. Dann läuft man eigentlich rum, unterhält sich mit Leuten. Es geht dann durch mehrere Veränderungen durch. Es werden Unmengen an Alkohol konsumiert. Bis man ungefähr die Form hat, die man haben soll, bekommt den zusätzlichen Alkohol und steht dann am Ende in der Szene. Schockierende Bilder. Nach der erfolgreichen Konvertierung zum Demoszener sieht das Leben eines frisch gebackenen Szeners meist alles andere als rosig aus. Viele Mitglieder der Demoszene können sich durch ihren anhaltenden Demokonsum und dem damit verbundenen Hardware-Beschaffungszwang meist nicht einmal mehr eine eigene Wohnung leisten. Zum Schutz vor Kälte verbünden sich daher viele von ihnen zu sogenannten Demogruppen. Zusammen ist es einfacher, einen Schlafplatz unter freiem Himmel oder ein wärmendes Feuer zu organisieren. Verzehrt wird, was die Natur hergibt. So landen oftmals die gesammelten Blätter der dem Lagerplatz umgebenden Bäume als Mahlzeit auf dem Teller. Auch das letzte verbliebene technische Equipment wird in besonders schlechten Zeiten als Nahrungsquelle herangezogen. Ein Überwachungsvideo zeigt eine Gruppe von Szenern beim Rauben von Lebensmitteln aus einem veranstaltungsnahen Lebensmittelladen. Solche Szenen sind keine Seltenheit. Immer wieder beschweren sich Geschäftsinhaber über Umsatzeinbußen durch Szenegruppen, die aus der Not heraus plündernd durch die Läden ziehen und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Dieses Mitglied der Demoszene bewohnt aus Geldnot seit mehreren Jahren mit all seinem Hab und Gut einen alten Strandkorb an der Weserpromenade. Mangels finanzieller Möglichkeiten sind viele Demoszene gezwungen, auf mitunter Jahrzehnte alte Computersysteme zurückzugreifen. Ein großer Anteil der Demoproduktionen ist daher nicht größer als 4, im Extremfall 64 Kilobytes. Diese können somit auch auf der veralteten Hardware der Demoszene gespeichert werden und passen mehrfach auf eine einzige Diskette. Doch der geringste Teil des verbleibenden Kapitals kann für Gerätschaften oder Nahrung ausgegeben werden. Regelmäßig muss ein Szener für seine bloße Existenz auf szeneinternen Veranstaltungen Abgaben an die obere Elite der Szene leisten. Wo das Geld am Ende bleibt, wissen nur die eingeweihten höchstrangigen Demo-Gangster-Bosse. Hochrechnungen ergeben, dass jährlich mehrere hohe Geldbeträge für das private Vergnügen herangezogen werden. Dies wollten wir genauer wissen. Wir rechneten nach. Das Ergebnis ist verblüffend. Unser Diagramm zeigt Balken. Während ein Demoszener regelmäßige Ausgaben tätigen muss, sind diese in vergleichbaren Sekten, wie zum Beispiel bei Scientology, mitunter geringer. Zum Vergleich: Ein sogenanntes E-Meter muss nur ein einziges Mal angeschafft werden, bevor es in der Regel kaputt geht. Parallelen zu modernen Sekten entdeckt man auch in den territorialen Ansprüchen, die durch Szenegruppen geradezu brutal durchgesetzt werden. Mit sogenannten Stickern werden die Gebiete einer Gruppe mit brutalsten Mitteln kenntlich gemacht. Verstöße werden nicht selten sofort geahndet. Parolen wie Touch and Die zeigen, dass ein in fremdes Terrain eindringender Szener nicht selten um sein Leben zu fürchten hat. Die Kombination aus schnellen digitalen Bildern und Auseinandersetzungen mit rivalisierenden Gruppen kann sehr schnell gesundheitliche Folgen nach sich ziehen. Das Ergebnis: Die Augen dieses Szeners sind irreparabel geschädigt und müssen fortan von einer Spezialbrille in Position gehalten werden, um nicht gänzlich aus dem Schädel herauszufallen. Doch wie steigt man aus der Szene wieder aus?
Wir treffen einen ehemaligen Szene, der es gewagt und geschafft hat. Ich heiße Rockt. Ich war über 20 Jahre lang Demoszener und lebte in Finnland. Die Szene ist wie eine Sekte. Immer wieder versuchte ich, aus der Szene auszusteigen. Das ist allerdings nicht sehr einfach mit all den Demo-Partys an jeder Ecke. Man kann sich nie sicher sein, ob der Nachbar nicht eventuell ein Demoszener ist, der einen wieder zurück in die Szene drängt. Schließlich bin ich nach Australien gezogen. Ich halte mir die paar Szener hier vom Leib, indem ich sie mit selbst produzierten Demo-Reviews beschwichtige. Das funktioniert einigermaßen und sie lassen mich in Ruhe. Man kann der Szene allerdings nie wirklich vollständig den Rücken kehren.